So, das Spiel hat auf jeden Fall gespeichert. Kann ich nicht irgendwie jetzt hier mal eben die Lautstärke. Kann ich nicht, ne? Ja, toll, danke, Spiel. Solange wie das so ist, mache ich halt mein Mikro bei den Cutscenes aus und mache den Ton lauter. Das ja, guten Tag. Gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Ja, danke schön. Okay, M ist Karte öffnen, das ist schon mal gut. Dann kann man sich orientieren. Als seien wir ungefähr hier. Wir sind in Gebiet 1, ja. Und wir müssen nach Gebiet 4. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Ja, das stimmt, aber ich möchte mich ausführlich umgucken, aber das ist wahrscheinlich mit Monster Hunter manchmal nicht so eine ganz so gute Idee. Wenn man keine Waffe hat. Beziehungsweise ich gehe mal davon aus, wir werden jetzt das Kämpfen dann lernen. Ja, ich weiß, ich möchte mich doch nur umgucken. Ich möchte doch nur die Natur ein bisschen genießen, bevor das Abenteuer losgeht und mich zerfleischt. Boah, ja, ist gut, ich komme ja schon. Aber hier sind Früchte, kann ich die einsammeln zum Beispiel? Nee, ich kann noch nichts sammeln, okay. Ja. Ja! Boah, mein Gott. Hoffentlich werde ich das Ding wieder, werde ich sie wieder los, ey. Ich auch gleich. Damit sind wir im ersten Gebiet angekommen. Schau mal, das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's. Jetzt kommt T-Rex und zerfleischt mich einfach. Finde ich irgendwie witzig. Aber ich will nicht sagen, ne, aber ich finde, das Spiel sieht einfach richtig gut aus. Ja. Die Abdonuts scheinen genauso gutmütig wie die bei uns zu Hause zu sein. Wo willst du jetzt lang? Wir müssen wohl einen Weg finden. Ja, wenn ich mich bewegen kann, würde ich auch einen Weg suchen. Aber ich möchte hier auch ein bisschen was genießen, ne? Also es sieht natürlich echt, also guckt, ich meine, guckt euch das mal an. Es ist schon wow, wenn hier nicht die ganze Zeit so gefährliche, tödliche Dinos rumlaufen würden, könnte man fast auf die Idee kommen, hier hinzugehen, ne? Also noch sind sie ja nicht tödlich, aber ich fürchte, das wird so bleiben. Ja, finde ich auch, ich würde, ich kann hier das so ein bisschen was Tatsache sammeln. Ich habe den Spähkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann findest du mich. Ja gut, das heißt, du müsst mich jetzt nicht mehr an? Wahrscheinlich doch, ne? Hier. Ja, ich höre schon auf, mich umzugucken. Ich hab's verstanden. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Ja, gerne. Dann bin ich doch mal auf dem Weg hier. Und ich möchte niemand töten, Tatsache? Ah, das war klar. Aber finde ich gut, wenn mir das Kämpfen beigebracht wird, weil das muss mir auch irgendwie jemand erklären, wie ich denn überhaupt kämpfe. Ich bin mal gespannt, mit was für Waffen ich dann am Ende zu tun habe. Ey! Ist gut jetzt hier. Einer reicht doch! Provoziere keinen Kampf, wenn du keine Waffe hast. Wir müssen uns verstecken. Komm! Ich wollte gerade sagen, wir haben ja gar keine Waffe. Dich in dem Gebüsch nicht auf, um verborgen zu bleiben. Ruhig. Okay,
okay, man kann sich davor auch verstecken. Also wir haben gar keine Waffe, wir können gar nicht kämpfen, selbst wenn wir kämpfen wollen. Also lernen wir erstmal das Weglaufen. Okay, keine Bewegung, ich habe mich nicht bewegt. Rufen wir auf, solange wir können. Also bis ich eine Waffe habe, mache ich wahrscheinlich eh nicht so viel, ne? Können wir eigentlich ducken? Also nicht mehr ducken? Danke. Nichts kann uns aufhalten. Nichts kann uns aufhalten. Zack, der T-Rex kommt. Oh, es kann doch was aufhalten. Das findest du lustig, ne? Ja, ich auch. Ich habe noch Hier ist keinen. etwas. Ohne Waffe gucke ich mich lieber nicht um. Was ist das für eine Spur? Das weiß ich auch nicht. Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Ja. Kann ich nicht bitte einfach zum Hauptquartier kommen? Und wo ist meine. Wo ist Julian? Julian! Ich habe keine Waffe. Du bist wieder voll hier, oder nicht? Mit was soll ich denn jetzt kämpfen? Ich habe keine Waffe. Guck mal, man kann die auch dann. Ja, entspann dich, Katzin, ich kann auch nicht. Obwohl, ich kann ja auch entspannt hinterherlaufen eigentlich, ne? Ja, mich greift doch gar nichts an. Es ist doch alles gut. Dank der Katzin bin ich doch hinter euch. Ja, jetzt möchte ich Tatsache vielleicht eher herkommen, bevor der mit dem fertig ist und mich dann angreift. Ach so, und dieses kleine Holzgitter hält diesen riesen Dino ja jetzt auch auf. Alles in Ordnung? Aber heißt es jetzt, ich kann da nie wieder hin? Das finde ich auch blöd. Weil dann hätte ich mich doch ein bisschen mehr in diesen vier Gebieten, die es ja offiziell waren, umgeguckt. Das hätte mich halt schon interessiert. Nach ihrer langen und gefährlichen Seereise kämpften sich die Jägerin und die Wildexpertin durch den dichten Wald bis zum Hauptquartier der Forschungskommission. Und das letzte Wort habe ich nicht mehr gelesen, weil ich zu spät angefangen habe zu lesen. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera, genau. Astera, gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Geschafft. Ich bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten,
Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Willkommen in Astera. Jetzt kann ich mein Mikro, glaube ich, schon anmachen. Ich kann es auch laut lassen, weil jetzt redet er ja erstmal so ein bisschen. Seid ihr noch schön, dass ihr da seid? Irgendwie wusste ich, dass ihr es schaffen würdet, oder? Okay, er redet gar nicht mehr. Wenn man so lange das Kommando hatte wie ich, weiß man, wer etwas kann und wer nicht. Jetzt macht die Musik dann doch mal ein bisschen leiser, glaube ich. Weil die soll ja im Hintergrund sein. Wie gesagt, bis ich die Stimmen lauter mache, müssen wir das so ein bisschen kompliziert regeln. Aber das ist schon okay. Also damit kommen wir auf jeden Fall klar. Ich würde euch natürlich gerne alles erklären. Allerdings will hier wirklich jeder was von mir. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da seid. Die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Ob das eine gute Idee war, mich in höchsten Tönen zu loben? Also, kaum vorstellbar, was ihr wohl als Team leisten könnt. Ach ja, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht. Das arme Ding wurde vor kurzem hier angespült. Julian! Ich wusste, dass Julian das Abenteuer geschafft hat, ja? Also schau dich in Astera um. Einhorn gibt Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Okay, also... Ja, geh ich, okay. Mein Palico, ja, Julian, wo ist Julian? Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Ja, gerne doch. Kann ich jetzt einmal hier kurz die Pause machen? Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Ja, muss ich im Titelbildschirm machen, okay. Ich verstehe schon. Hier drüben. Das Spiel geht einfach weiter, das ist halt jetzt ein bisschen... Ja, ich muss erst jetzt da hinterherlaufen, sonst verpasse ich das alles. Du gehörst zur 5. Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater war... Ja, lass mich doch mal kurz hier mich ein bisschen umgucken, wenigstens. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. So, ich meine, das ist ja schon cool gemacht hier, ne? Also... Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Ja, wenn ich denn das entsprechende Material habe halt, ne? Ich möchte eure Stimmen lauter machen. Hier drin ist es schön warm. Um echt zu sein. So, warte mal, vielleicht komme ich jetzt hier einmal kurz in die Optionen rein. Ja, wartet einmal kurz hier. Optionen. Anzeige. Die mache ich mal ruhig auf 100 wieder. Die Musik kann erstmal so bleiben, glaube ich. Und dann hoffen wir mal, dass das so passt. Ja, ich war jetzt extra mal kurz leise, damit ich selber mal höre, wie das ist. Aber ich glaube Tatsache, dass die Musik von der Lautstärke her wirklich so okay ist.
aber so man im Hintergrund halt die Musik noch, ich mache sie vielleicht doch ein bisschen lauter noch. Machen wir sie so auf 80. Dann hat man so ein bisschen Hintergrundmusik, ist doch auch ganz nett. Und jetzt gehen wir mal in die Schmiede. Als nächstes gehen wir zur Kantine. Schauen wir sie uns an. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig hier. Okay, haben wir auch den Ausrüstungsladen dann direkt mit in der Schmiede und hier ist dann kann ich mit denen reden? Stimmt irgendwie auch, aber ach so, okay. Ach, was haben wir denn hier? Ein neues Gesicht. Was? Du musst zur fünften gehören. Willkommen in der neuen Welt. Wir können später über das Geschäft reden, wenn du eine Waffe hast. Ohne Waffe wirkst du fast nackt. Ich warte hier auf dich. Okay. Aber ich wollte doch hier meine Waffe kaufen vielleicht. Dann reden wir mit ihm hier noch. Also Neuankömmlinge, wer von euch weiß, wie man ein bisschen Spaß hat? Ich weiß nicht, ob ich das weiß. Da bist du ja, Fünferin. Ah, die glanzvolle Fünfte ist eingetroffen. Willkommen. Ich habe gehört, es war schwierig. Was? Wo ist deine Ausrüstung? Ja, weg. Du brauchst Ausrüstung, zumindest eine Waffe. Dann reden wir weiter. Also ihr sagt mir alle das Gleiche. Hol dir eine Waffe. Jetzt möchte ich natürlich mir nicht lumpen lassen, mich auch hier hinter einmal umzugucken. Und einmal hier rüber zu laufen zumindest. Weil es ist ja schon irgendwie ganz cool. Komm ich hier hin? Hier drüben. Okay, hier darf ich noch nicht lang. Der möchte mir erst die Kantine zeigen. Das akzeptiere ich aber auch. Hey, Lucy. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Ich danke dir. Ja, dann wollen wir mal zur Kantine gehen, ne? Genau. Lucy, du hast Tatsache nicht viel verpasst bis jetzt. Ich habe es bis jetzt geschafft. Sag bitte, wenn die Musik oder so zu laut ist. Hier. Ich habe es bis jetzt tatsächlich geschafft, in etwas über einer Stunde meinen Charakter zu erstellen, weil das sehr kleinlich war. Und du hast jetzt, glaube ich, insgesamt 10 Minuten Gameplay verpasst. Und das war so das Bewegungstutorial. Das hier ist unsere Kantine. Alles gut bei dir, Lucy. Hey, da drüben. Oh, guck mal, da ist Julian. Julian haben wir auch erstellt. Du schaffst das. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Das freut mich zu lesen. Mir geht's auch gut soweit. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Ja, klingt gut. Muss ich jetzt vorlesen oder redest du einfach weiter? Passt das von den Lautstärken her, von den Stimmen und so? Ich meine, ich habe das jetzt kurz so ein bisschen improvisiert ausgetestet. Und ich meine, das passt so, wenn irgendwie doch was nicht passen sollte, einfach Bescheid sagen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte. Alles klar, danke Lucy. Ja, das haben wir gemacht. Die fünfte Flotte endlich Astera erreicht, heißt sie herzlich willkommen. Ja, das finde ich sehr nett, danke. Danke, danke. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Warum will die gleich arbeiten? Die kann doch auch erstmal sagen, ey, wir entspannen jetzt hier erstmal an der Küste, hier ist es mega schön. Warum immer arbeiten? Das ist wirklich gut, Lucy. Das freut mich für dich, dass du deinen Parfuck dann doch bekommst. Das ist richtig cool. Du hast lange drauf gewartet ja, du brauchst es ja auch. So, okay, Geld braucht jeder irgendwie, aber das finde ich gut, das ist eine gute Nachricht, das ist sehr gut. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Okay. Küpperin, alles klar. Kommen wir zur Sache.
Das war eine schnelle Begrüßung. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Ja, habe ich gesehen, bin ich eben drauf umgeklettert. Die Forschungskommission wurde beauftragt herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Firewolf, ich danke für dein Follow. Willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Ja, und jetzt greift halt mal so ein Vulkanmonster an. Das Ökosystem formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Ja, muss ja jeder selber wissen, ne? Also man kann ja Katastrophen erzeugen, ne? Offensichtlich ja, ohne Auswirkung hier. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Wenn ich ein riesiges Monster wäre und einen Vulkan auf dem Rücken hätte, ja, und man mir nicht viel anhaben kann, ich Schiffe einfach so versenken kann, dann würde ich auch keine Angst vor irgendwas haben und einfach irgendwas tun. Weil, warum denn auch? Okay, alle 10 Jahre kommen die also dahin. Das ist eine gute Frage, warum? Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Vielleicht sind das so Zugmonster, so wie Zugvögel, nur dass die halt nicht jedes Jahr pendeln, sondern weil die halt so lange brauchen. Nur alle 10 Jahre. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Ja, immer das Gleiche mit euch hier. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Das klingt nach einem Deal. Bekomme ich meine Waffe jetzt? Bin schon dabei, Sir. Und mein Haus brauche ich auch noch. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Ja. Endlich mal ein Wort. Ja, für ihr auch. Endlich mal ein Wort. An die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ja, und am Ende bin ich wieder derjenige, der alle Probleme löst. Ist doch immer so in solchen Spielen. Dann gibt es keine Probleme, ja, weil ich die Arbeit für dich tue. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Cool, ich bin frischer Wind. Nice. Okay, wegtreten. Ja, dann gehen wir doch mal. Du bist noch keinen ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich... Bin ich das? Dir die Hände schmutzig zu machen? Also, ich weiß nicht, ich habe nicht mal eine Waffe. Hallo! Nehmen wir dieses Jagras-Problem mal genauer unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Ja, davon rede ich doch die ganze Zeit, dass ich davon eine brauche. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Das finde ich nett. Dankeschön. Okay. Ist das hier mein Raum? Dein Raum, damit du dir eine Waffe nehmen kannst. Oh, guck mal, cool. Ich habe direkt den Raum von den Ältesten da. Ich dachte, das ist mein Raum. Was macht denn der an? Oh. Oder war ich das? Was macht ihr da? Das ist mein Raum. Hallo, raus hier. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Ja, mach ich. Achso, das ist mein Anführer, der mich hier geführt hat. Okay. Hoppala. War vielleicht ein bisschen unfreundlich. Also für alle, die jetzt die Charaktererstellung übersprungen haben, ich kann es verstehen. Dafür dann noch einmal kurz, wir sind ein weiblicher Charakter, wir heißen Eva oder Eva. Das ist unser wunderbares, ich sag jetzt einfach mal Haustier dazu, weil ich den Namen vergessen habe. Und den haben wir auch erstellt und der heißt Julian. Wir sind jetzt sozusagen hierher gereist, wie das dann ja offensichtlich war. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was wir hier in der Ausrüstungstruhe finden. Wir können Objekte verwalten, das wird relativ lange bei mir dauern, weil ich möchte es direkt vernünftig haben. Wir können ein Bogengewehr haben. Das ist so auch nicht verkehrt. Wir können dich an der Truhe direkt verkaufen, das finde ich praktisch.
Wir können Objekte hier direkt verkaufen, wir können Objekte hier auch herstellen. Ich finde das gut, wenn das alles so ein bisschen auf einem ist. Die verschiedenen Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schwert und Schild sehr schnell zuschlagen kannst. Das schwere Bogengewehr ist zwar unhandlich, seine Schüsse sind aber sehr mächtig. Entscheide dich für eine der Waffen und zieh mit ihr ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich besuchen, nachdem du eine Waffe ausgerüstet hast, indem du dem Haushälter in deinem... Okay, ich habe einen Haushälter. Auch gut, okay, mit dem kann ich dann reden. Dort kannst du beliebig lange mit der gewählten Waffe üben. Ich spiele das Video jetzt trotzdem mal ab. Weil kann ja sein, dass das jetzt was Interessantes ist. Okay, das ist das Großschwert. Das ist das Schwert und das Schild. Ja, und das ist die Kanone.